Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Video um meine Woche. Ich fange direkt mal an, was ich so in den letzten 10 Tagen gelesen habe ungefähr. Und ich mache das Project 10 Books und davon habe ich jetzt, 6 Bücher habe ich glaube ich schon. Ne, ich bin beim 6. Buch, aber da habe ich noch 100 Seiten oder so, also das werde ich wahrscheinlich heute oder morgen noch zu Ende lesen. Das heißt, dass ich dann davon schon 6 Bücher beendet habe. Und das erste Buch war Awake at Dawn von C.C. Hunter. Das ist der zweite Teil von Shadow Falls Camp. Und der erste Teil hat mir ja so semi gefallen. Ich fand es jetzt nicht schlecht oder so, aber es hat mich auch nicht so mega mitgerissen. Vor allem, weil Kylie die ganze Zeit angefangen hat, irgendwie zu weinen auf jeder zweiten Seite. Und ich fand den zweiten Teil viel, viel besser. Ich musste mich zwar am Anfang wieder ein bisschen so eingewöhnen, aber nach einer Zeit hat mich das einfach total gepackt und auch mitgerissen. Und Kylie hat sich auch weiterentwickelt. Also sie ist nicht mehr so eine Heususe, sondern ist halt jetzt eine starke Protagonistin. Und ich habe ihr halt auch gerne zugesehen in ihrem alltäglichen Leben, mehr oder weniger alltäglichen Leben im Shadow Falls Camp. Und es ist halt immer noch das Ding, dass wir immer noch nicht wissen, was sie jetzt ist. Weil manchmal hat sie halt Merkmale von einem Werwolf und manchmal hat sie irgendwelche Merkmale, die darauf hinweisen, dass sie ein Vampir sein könnte und halt immer so. Und Kylie dreht langsam aber sicher am Rad und ich bin mal gespannt, ob wir jetzt in Band 3 vielleicht endlich mal erfahren, was sie ist. Weil wir wissen es halt immer noch nicht, wir wissen nur, dass sie halt anscheinend sehr mächtig ist. Und am Ende des ersten Bands ist ja Lucas abgehauen. Jetzt kommt sich Kylie halt mit Derek ein bisschen näher. Den mochte ich eigentlich auch echt total gerne. Der bedrängt sie nicht oder so, der ist halt total, lässt die Sache langsam angehen und kann ja auch immer ihre Gefühle spüren, was dann immer so ein bisschen merkwürdig war für sie halt, also für Kylie. Und ob aus den beiden letztendlich was wird, das müsst ihr dann schon selber rausfinden, was ich jedenfalls sagen kann. Besser als Band 1 und es hat 5 von 6 Herzen von mir bekommen. Das zweite Buch war leider überhaupt nicht so gut, wie das, was ich jetzt gerade vorgestellt habe. Und das war Die Bestimmung, Tödliche Wahrheit, der zweite Teil. Und ich hatte ja vor kurzem im Kino den ersten Teil halt gesehen und war dann voll motiviert. Ich lese jetzt den zweiten Band, weil ich den Film halt eigentlich voll gut fand, obwohl ich das erste Buch auch nicht so mochte. Also, ich weiß nicht, es hat mir irgendwie nicht so gefallen. Ja, leider fand ich den zweiten Band einfach noch schlechter. Triss hat mich einfach so genervt. Sie hat halt irgendwie so eine Art, also erstmal habe ich sie überhaupt nicht wiedererkannt, weil sie auf einmal total draufgängerisch ist und immer irgendwelche Aktionen macht und sich in Lebensgefahr begibt. Und dabei ist sie nicht mutig, sondern mehr irgendwie gedankenlos und naiv. Ja, erstens das. Zweitens will sie andauernd irgendwas rausfinden, aber auch immer irgendwas anderes. Da habe ich irgendwann einfach den Überblick verloren. Also habe die Seiten dann gelangweilt überblättert, obwohl es eigentlich spannend sein sollte. Und war davon schon total genervt. Dann ist sie ja mit Four zusammen, wo ich mir gehofft hatte, dass sie sich halt vielleicht ein bisschen näher kommen in Band 2, weil das ja bisher alles so ein bisschen auf freundschaftlicher Ebene mehr war oder Geschwisterebene und hatte halt gehofft, dass da jetzt mal irgendwie was passiert. Aber nein, die beiden müssen sich andauernd hintergehen und irgendwelche Geheimnisse voreinander haben und irgendwelche Pläne schmieden, von denen der andere nichts weiß. Und echt, also da hätte ich Triss manchmal mit dem Kopf so gegen die Wand schlagen können, weil sie einfach irgendwie, keine Ahnung, richtig dumm einfach nur ist. Und die letzten 100 Seiten waren dann wieder ganz okay. Warum auch immer, da fand ich es dann wieder spannend. Und das Ende hat mich auch wohl, also das hat mir auch wohl Lust auf Band 3 gemacht. Aber insgesamt fand ich das Buch halt ziemlich enttäuschend und es hat deswegen auch nur 3 von 6 Herzen bekommen. Das nächste Buch war ein Taschenbuch. Ich würde dich so gerne küssen von Patricia Spichalski.
glaube ich, spricht man so aus. Das war das erste Buch von der Autorin für mich und ja, sie hat, also ich persönlich habe halt gemerkt, dass es eine deutsche Autorin ist, weil deutsche Autoren oft so eine Art haben zu schreiben irgendwie und damit muss man klarkommen. Also ich habe erstmal einen Moment gebraucht, bis ich mich dran gewöhnt hatte, aber als ich mich dran gewöhnt hatte, konnte ich das Buch total genießen. Die Geschichte an sich ist total schön, also es geht um Frieda, die ein bisschen, ja, was heißt zurückgezogen, das kann man so nicht sagen, aber die halt so ein bisschen so ein spießiges Leben führt, die ist halt, die wird glaube ich 16 und geht zwar mit ihrer Freundin ab und zu mal feiern, aber also ist jetzt halt auch nicht so mega abenteuerlustig oder so. Und an ihrem 16. Geburtstag lernen sie Jeffa kennen. Und Jeffa ist halt irgendwie komplett das Gegenteil. Also der wohnt alleine, ist glaube ich 18 und macht halt irgendwie jeden Tag Party und hat ganz viele Freunde und wird von allen irgendwie auch bewundert. Und weiß ich nicht, genießt irgendwie das Leben in vollen Zügen und ja, die beiden verstehen sich dann ganz gut und machen öfter was und dann fahren Friedas Eltern für 3 Wochen in den Urlaub, woraufhin sie spontan bei Jeffa einzieht. Und dann lebt sie halt so ein bisschen sein Leben mit ihm und merkt oder kriegt halt auch dieses Gefühl von Lebensfreude und so vermittelt und Freiheit und so nach dem Motto, die Welt gehört uns und sowas. Das an sich fand ich echt total cool. Das hat mir halt auch selber so eine Lebenslust irgendwie vermittelt. Das hat Spaß gemacht, das Buch zu lesen. Also dieses Ende, ne? Einfach nein. Ich weiß nicht, warum die Autorin das gemacht hat. Vielleicht, weil sie sich denkt, Happy Ends sind langweilig. Happy Ends sind was für Spießer? Keine Ahnung. Ich brauche mein Happy End. Echt? Das geht nicht. Echt, dieses Ende hat das ganze Buch kaputt gemacht. Also mit diesem Ende kann ich auch wirklich das Buch nicht weiterempfehlen. Wenn sie ein Happy End geschrieben hätte, dann hätte das vielleicht sogar 6 Herzen oder so von mir bekommen, weil ich das, also die Geschichte an sich echt gut fand. Aber das Ende hat einfach alles kaputt gemacht. Es war schrecklich. Ah! Und deswegen hat es auch nur 3 von 6 Herzen bekommen. Wobei ich mir überlege, eigentlich hätte es nur 2 von 6 verdient. Naja, jedenfalls, ihr könnt es gerne lesen, nur lest so die letzten, was weiß ich, 80 Seiten nicht, damit ihr mit einem guten Gefühl da rausgeht. So, dann habe ich ein Buch gelesen, das sicherlich viele von euch schon kennen. Ich fürchte mich nicht von Tahereh Mafi. Tahereh Mafi, keine Ahnung, wie die Frau heißt. Da war ich irgendwie so ein bisschen der Nachzügler und das haben ja alle anderen schon irgendwie mehr oder weniger gelesen. Jetzt habe ich mich auch mal getraut und habe es auf jeden Fall nicht bereut. Also das ist definitiv ein richtig, richtig gutes Buch. Es geht um Juliet, die am Anfang halt in so einer Zelle hockt. Und ich sag am Anfang, das sind so die ersten 50, 60 Seiten. Und das ist echt ein bisschen Psycho, weil die Autorin hat einen bemerkenswerten Schreibstil. Ich weiß nicht, wie man das ausdrücken soll. Also es ist alles andere als normal. Vor allem am Anfang sind halt immer wieder komplett Sätze durchgestrichen und teilweise, da ist dann eine Seite, da steht dann ein Satz, immer wieder wiederholt und der ist immer wieder durchgestrichen. Da denkt man sich schon so, was ist da los? Nein, ist klar, also Juliet ist halt eingesperrt und hat als wir sie kennenlernen, seit 260 Tagen um den Dreh mit niemandem mehr gesprochen, keinen Menschen mehr gesehen, da ist es ja irgendwie auch kein Wunder, dass sie so ein bisschen crazy ist. Das legt sich aber mit der Zeit und der Schreibstil bleibt aber außergewöhnlich und der macht halt auch einen Großteil des Buchs aus. Und am Anfang des Buches kommt halt so in Julias Zelle ein Zellengenosse, der heißt Adam. Ja, und schnell stellt sich dann halt auch raus, dass die beiden sich von früher kennen. Und Adam arbeitet jetzt für den Militär, wo also in dem Sektor, also ich rede hier dann wieder völligen Quatsch, also das ist ja eine Dystopie. Und die Welt, sag ich mal, oder das Land, halt Amerika, wo die halt leben, das ist in Sektoren aufgeteilt und ich glaube, die leben in Sektor 45 und der Befehlshaber da ist heißt Warner und der ist so um die 20 ungefähr, aber halt total Banane. Also der ist machthungrig und irgendwie kaltherzig,
und mag es, andere Leute zu quälen. Also ja, der perfekte Dystopie-Herrscher, sag ich mal. Und ja, der hat jetzt aber Interesse an Juliet, weil Juliet nämlich eine besondere Fähigkeit hat. Und zwar kann sie nur durch ihre Berührung Menschen töten. Was heißt kann sie? Also das tut sie, ohne es zu wollen. Also das heißt, sie kann halt auch keinen Menschen einfach so berühren. Sie wurde nie irgendwie von ihrer Mutter in den Arm genommen oder so. Und generell hat sie halt auch total viel Zurückweisung erfahren in ihrem Leben und wurde halt immer nur gehänselt und gemobbt. Hat sich aber nie so richtig gewehrt, sondern war halt immer nett zu allen Menschen trotzdem. Und ja, die Geschichte ist echt schon ziemlich krass. Wobei das natürlich nicht im Mittelpunkt steht, sondern im Mittelpunkt steht ja eben diese Geschichte, dass dieser Warner halt an Juliet interessiert ist und sie will natürlich nicht auf seinen Befehl hin Leute quälen, deswegen ja, schaut sie halt, dass sie da irgendwie rauskommt und ja, kommt sich halt auch mit Adam näher. Und ja, dem Buch habe ich 6 von 6 Herzen gegeben, weil es einfach total mich geflasht hat und ich war, also das hat so knapp 300 Seiten und ich konnte es gar nicht mehr weglegen und ich würde am liebsten auch schon gleich den zweiten Teil lesen, aber ich habe ja noch ein paar Bücher von Project 10 Books. Vielleicht lese ich den dann direkt danach, den zweiten Teil. Auf jeden Fall kann ich das sehr weiterempfehlen. So, und noch ein Buch habe ich gelesen. Und zwar ist es Für immer Ella und Micha. Das ist ja der zweite Teil. Da hatte ich ja so ein bisschen Angst, dass es ja, einfach so ein unnützer zweiter Teil ist, dass wenn man mit irgendwelchen aus den Fingern gesogenen Problemen ankommt, die man dann halt wieder löst. Aber es war nicht, also es war halt schon ein bisschen so, aber es war nicht, zum Glück nicht ganz so, weil Ella ja immer noch halt die Probleme hat, die sie auch im ersten Band hatte und an sich arbeiten muss und genauso wie Micha, der ist ja auch nicht ganz ohne, also der hat ja auch das ein oder andere Problem. Und ja, inhaltlich will ich euch da jetzt auch nicht zu viel verraten. Insgesamt kann ich sagen, es ist halt ein zweiter Teil. Naja, also es ist ganz okay, das zu lesen. Es war jetzt nichts mega Weltbewegendes. Ja, war einfach ganz nett, hat mir schöne Lesestunden beschert. Und wer den ersten Teil gelesen hat, der sollte den zweiten einfach auch lesen. Also das lohnt sich schon. Und das hat 5 von 6 Herzen von mir bekommen. So viel dazu. Ich lese, habe ich ja vorhin noch gesagt, noch ein Buch momentan. Das ist Stadt aus Trug und Schatten. Das habe ich halt jetzt schon, habe ich noch 100 Seiten und das erzähle ich euch dann in der, im nächsten Wochenrückblick. Dann, ja, Neuzugänge ist natürlich jetzt nicht das meiste, weil ich ja eigentlich keine neuen Bücher kriegen darf. Das Einzige, was ich ja letztens schon mal erwähnt hatte, ist, dass ich mir vor den Project 10 Books 2 Bücher bestellt hatte und zwar sind das Onyx und Opal von Jennifer L. Armentrout. Und ja, die gute Frau hat ja Obsidian geschrieben und das fand ich ja total ganz toll. Und da musste ich mir natürlich auch die Folgebände bestellen. Das habe ich auch direkt gemacht und kann es eigentlich auch gar nicht erwarten, die endlich zu lesen. Ich muss ja unbedingt wissen, wie es weitergeht. Ja, und noch ein Buch ist bei mir eingezogen vor, keine Ahnung, 4 Tagen, 5 Tagen. Die Liebe von Kelly und Caden. Also Kelly und Caden 1 mochte ich ja sowas von gerne. Das war ja, also ist ja von der gleichen Autorin wie Ella und Micha, aber ich finde diese Reihe einfach noch viel, viel besser. Und ja, ich habe mir überlegt, schweren Herzens, obwohl ich es eigentlich am liebsten sofort lesen würde, dass ich damit warte, bis ich mit dem Project 10 Books fertig bin. Es sei denn, das dauert jetzt noch so ewig. Und dann packe ich das, weil ich darf ja den ganzen Mai keine Bücher kaufen, habe ich ja erzählt, dass mein Freund mir dann so viele Bücher schenken will. Und das geht aber, also das macht er nur, wenn ich im ganzen Mai keine Bücher kaufe. Deshalb habe ich mir überlegt, weil das jetzt alles so schnell ging mit dem Project 10 Books, ich habe ja nur noch 3 Bücher, dass ich einfach danach noch ein zweites mache direkt. Und ja, dann werde ich das hier direkt da mit reinpacken und als erstes lesen, weil das ist ja auch ein Rezi-Exemplar und da will ich auch nicht mehr so mega lange mit warten. Auf jeden Fall freue ich mich da schon tierisch drauf, weil das einfach so toll ist und ich muss wissen, wie es weitergeht. Ja, das war's. Jetzt habe ich alles erzählt. Neues gibt es nämlich nicht, zumindest nichts Buchiges. Abgesehen davon, dass ich gestern ein Auto kaputt gefahren habe. Nein, abgesehen davon war es das, ihr Lieben.
Und ja, ich mache jetzt fleißig weiter noch mit dem Project 10 Books und wenn ich damit fertig bin, melde ich mich natürlich nochmal bei euch und mit der nächsten Liste, wo ich mir auch schon einige Bücher vorausgesucht habe. Ihr Lieben, dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!